Es ist erstmal so, dass ich das Auto auf dem Boden die Proportionen einigermaßen hinbekommen muss. Das heißt, das machen wir natürlich über eine Projektion, was am einfachsten ist, weil der Kameramann muss ja auch wissen, von welchem Punkt aus er schießt. Von da an mache ich das Ganze mit Sprühdose. Also alles zusammen sind es ungefähr 4 Stunden, wovon das Fegen erstmal das Wichtigste ist. Der Boden ist ja natürlich nicht gerade hier geleckt, sondern man muss ihn erstmal wirklich sauber machen. Dann das Projizieren, das würde ich mal sagen, ungefähr 1/2 Stunde. Und dann das Malen selber ungefähr 3 Stunden. Ich habe mir die Autos ja vorher schon genau angeguckt. Also ich weiß genau, wie ich das übersetze. Und ich kann mich jetzt vielleicht ein bisschen an den Audi erinnern, der natürlich vom Interieur schwierig war, weil ich den oft hergemalt habe. Das heißt, hier haben wir ja einen Industrieboden, der relativ glatt ist. Aber der Teer ist ja schon um einiges rauer. Und da war es gerade das Problem, dass wir genau für den Teer das ausgesucht haben, wo natürlich mit den ganzen Armaturen winzig kleine Zahlen überall drauf gekommen wären. Aber das habe ich so ein bisschen abstrahiert und dem Untergrund angepasst. Also es soll ja auch ein bisschen eine malerische Note drin sein. Man sollte ja auch sehen, dass es gesprüht ist. Für mich ist es ja eine technische Umsetzung. Das heißt, nachdem ich das ja schon mit dem Projektor vorgelegt habe, wie die Farben verlaufen, ist es ganz klar, wenn ich am Boden bin, folge ich den Linien, die ich angezeichnet habe. Ohne jetzt irgendwie mir zu denken, naja, das ist aber sonst was. Außerdem, ich zeichne ja recht viel. Ich weiß ja, wie Verzerrungen ungefähr und in welchen Maßstäben sie weitergehen. Ich musste mich in einem fast 30-Grad-Winkel knien. Das heißt also nicht jetzt so 90 Grad, sondern ich musste wirklich ganz schräg und die Position halten. Also es war schon mal ziemlich viel Zug auf dem Schenkel. Man spürt sie jetzt schon auch. Also es ist schon, ich hatte gerade davor schwer gegessen. Das heißt, es war jetzt eine gerechte Strafe eigentlich.